So, hallo Leute, Nove hier mit einer weiteren fulminosen Runde AD Carry auf der unteren Linie. Ja. Heute war bis jetzt nicht der beste AD Carry Tag für mich. Wir haben eine relativ even Win Ratio, aber das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen ein bisschen Schmackes hier machen, würde ich sagen. Bisschen Akzente setzen wird gefragt sein. Hat das Essen geschmeckt? Richtig geil. Heute, es gab irgendwie so Lachs mit, ich weiß gar nicht, in was für eine Soße der war. War auf jeden Fall lecker. So Lachs in Soße und dazu gab's Kartoffelbrei. Der jute alte Kartoffelbrei. Zeit für Gin hier. Let's go. Danke an Fishing Rockstar für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Ah, Tank Nunu, da geht bei mir schon die Sonne auf, muss ich sagen, wenn die Leute gute Champions picken. Oh, er hat einen Tank gepickt. Gott, damit unsere Win Ratio ist gerade um 50% hochgegangen, glaube ich. Fucking Nunu-Enthusiasten, I love it. Wait, das ist ein Autofill Jungler, oder? Let's get him. Wir bräuchten irgendwie so eine Art Lili Bruiser oder sowas. Juli Tube, vielen Dank auch dafür den Support. Willkommen, willkommen. Von einer Skala von Iron 4 bis Challenger über Flammkuchen. Wie gut hat dir das Essen geschmeckt? Also das war schon kurz vor Flammkuchen, war das. Kurz davor. Wie lange wird das AD-Projekt gehen? Solange wir Spaß dran haben. Also ihr und ich. Es kann sein, dass ich hier komplett zum Mond tilte. Dann höre ich auf. Aber bis jetzt, es macht einfach wahnsinnig Spaß, mal eine andere Rolle anzugucken, wisst ihr? Für mich zumindest. Macht einfach super Spaß, Sir. Oh, Jenna ist sehr, sehr gut. Wukong auch. Ich mag unseren Draft unglaublich gern hier. Ist Harvest Chin besser wie Food? Ja, also aktuell mit dieser Lethality-Komponente wird als ja. Nameless Path, vielen Dank auch dafür den Support. Einen wundervollen wünsche ich dir. Ein Yasuo mit null Knockups im Team ist auch relativ gefährlich. Was? Wir sind Full AD. Du verdammte Flasche, Alex van Slark am Ende, Der Draft war so GG, Ist trotzdem okay, das Lineup. Ist okay. Das Top-Lane-Matchup macht mir ein bisschen Sorgen. Mid-Lane-Matchup ist, glaube ich, auch Snowball-Heavy. Aber ja, Yone sollte aktuell besser sein. Unser Botlane-Matchup sollte sehr, sehr gut sein. Und das Jungle-Matchup ist auch gut für uns, aber ist halt leider ein Autofill-Jungle. Alle rollen nach Challenger, nach so wie Maki Felix. Ich habe echt darüber nachgedacht, ne? Weil das, also, ich habe so Spaß gehabt jetzt gestern an dem AD-Carry-Tag, dass ich halt legit drüber nachdenke, ob ich richtig durchziehe und einfach jede Rolle nach, vielleicht nicht wie Maki Felix nach Challenger. Aber vielleicht nach Grandmaster oder so wenigstens, wisst ihr? Delida, vielen Dank auch dafür den Support. Willkommen, willkommen. Einen gar wundervollen wünsche ich. 1 Million Punkte auf wen? Ach du Scheiße. Was? 2 Millionen Jax-Punkte? Und ihr? Oh my goodness. Wir sind doomed. Wir sind doomed. Zockst du nachher auch WoW? Absolut überhaupt nicht, nein. Wait, wo ist die Musik jetzt gewechselt? Oi! Kommt zurück, Musik! Was hast du die ganze Zeit gemacht? Ich war jetzt essen, dann hatte ich eine kurze Besprechung mit meiner Family. Dann hatte ich eine kurze Besprechung mit einem potenziellen Sponsoring, also einem Team praktisch, das an mir interessiert ist. Dann hatte ich ein kurzes Gespräch mit einem weiteren Sponsoren, der an mir interessiert ist. Was tatsächlich, also ich mache ja nicht viele Sponsorings, aber das ist so ein Sponsoring, wo ich einen Flammkuchen backen soll. Und das hat mich irgendwie angesprochen auf einer persönlichen Ebene, wisst ihr. So Flammkuchen on Stream, also da müsste ich praktisch aus der Küche streamen und dann einen Flammkuchen machen. Ich weiß nicht warum, aber das spricht mich an auf einer persönlichen Ebene. Und das Gespräch mit dem Team war auch sehr interessant, muss ich sagen. Reiner Zufall, vielen Dank auch dafür den Support. Jetzt aber voller Fokus, Leute.
Ich will jetzt endlich mal ein Game gewinnen hier. The One You Feed, danke dir für 31 Monate Support. Ich glaube, das kommt alles auf dem Uncut-Kanal, ja. Boom. Get clapped. Bot. Das Game wird sehr, sehr schwierig wegen dem Jax später, glaube ich. Der macht mir richtig Sorgen, der Jax. Leider. Aber A bis Z wurde abgebrochen, oder? Nee, wir haben das fertig gemacht. Warum denken denn alle, dass das abgebrochen wurde? Wir haben das doch in aller Ruhe fertig gemacht. So. Silber, vielen Dank für den Support. Willkommen, willkommen. Gibt Jhin eigentlich den besten Pull von allen AD-Carries? Weiß nicht, ey. Wäre schön gewesen, wenn die gleich auf ihn gegangen wäre, hä? Wie spielt man denn das Matchup hier korrekt? Die haben sehr viel All-In-Potential, nehme ich an, ne? Die Jenna sollte wahnsinnig aggressiv spielen, glaube ich. Ich auch. Ich hätte hier nicht pushen dürfen. Wir dürfen auf keinen Fall uns ganken lassen hier in dem Matchup, ist ganz wichtig. Okay. Mein Support leckt schon mal. Klasse. Locker easy solo kill. Das Matchup, vor dem ich Angst hatte. Klasse. Er ist trotzdem nicht so gut, ne, weil der halt TP hat. Es ist halt die Frage, wenn die Jenna gut ist, dann kann ich hier spielen, wie ich möchte. Warum hat die auch Heal dabei? Und wo ist der Echo? Oh, die ist nicht weitergehüpft. Echo ist oben. Ich meine, das. Warum hat mein Support auch Heal dabei? Ich hab's ins Schild gehauen, ne? Mein Gott. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut von mir. Die haben alle Sams raus, bis auf Vayne-Dings. Ja, wenn ich das nicht ins Schild hau, ist die tot, ne? Wieder nicht gut gespielt. Ich bin heute echt nicht gut da. Im Spiel, ich halte so schwach auf AD. Ganz, ganz unzufrieden. Die sind aber auch full AD. Na, die haben halt Echo. Ich glaube, Echo macht ein bisschen mehr Magic Damage als Nono, oder? Ich weiß, also weiß ich jetzt nicht 100%, aber ich würde sagen, ein bisschen mehr macht das schon. Ich hätte da auf jeden Fall mehr machen müssen auf der Lane schon. Ich weiß ja nicht, ob Swifties hier korrekt waren. Ich mag bloß Swifties so gern auf Jhin.
Fühlt sich so gut an. Wenn die mich hier diven, ist Katastrophe. Schade, Mann. Das ist ein Wort, aber wir haben keine Zeit, den zu klären, weil die Wave schlecht für uns steht. Alter. Oh mein Gott. Okay. Just relax. Boah, ich kann doch nicht da zum Busch späten. Was denkt sich der denn? Was denkt der sich dann, wie das funktioniert? Also, denkt der one-hitted den mit einer Nunu-Ulti mit null Items? Wenn wir nicht mehr fighten können. Jickes. Jax. Natürlich hat die WN 2 gekriegt da. No. Okay. Unser Midlaner ist halt am Enden leider. Ich weiß nicht warum. Warum ist der so wütend? Haben wir dem irgendwas. Ist dem irgendwas passiert? Oder wird dem irgendwas getan oder so? Warte. Wenn wir die Streamkarte ziehen, vielleicht gleich. Geht die Jimmy jetzt hoch, Roman? Die werden mich hier diven, ne? Ich weiß, warum die hochgeht. Das ist nicht gut für mich. Die machen Drake oder sie diven mich? Ah, die Wave Freeze halt leider auch, ne? Muss ja hin. Die sind so hart am Tilten. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Was soll ich tun? Was kann ich tun? Was darf ich tun? Hier in so einem Game. Ich habe hier legit keine Ahnung, was ich tun darf, ja. Oder kann. Oder soll. Oh
das er macht. Zellen als nächstes. Weiß nicht, ob ich das scannen kann. Mal schauen, ne? Der Juni, das ist halt, wisst ihr, das ist wieder dieses Problem, über das wir gestern schon geredet haben. Der spielt unfassbar bad, aber realisiert es nicht, weil er so tiltet ist von einem schlechten Play, das unser Support gemacht hat. Ganz schön viel Damage, den die da macht, muss ich sagen. Ich kann leider nicht auf sie draufflashen, weil die Exhaust noch hält. Ich versuche die Ulti gerade zu wählen. Das ist mir leider nicht. Fucking Cowboys. Noch 5 von denen hier, dann haben wir sie. Noch 5 von denen brauchen wir. Kann sein, dass der gefiederte Jesse runterkommt. Noch unten. Mal nach oben. Geh nicht rüber, bitte geh nicht rüber. Versteck dich, Matt. Jenna, du kannst roamen. Eigentlich können wir den unten einfach schnell töten. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich weggehen sollen, wenn die Imperial anhat, um den Heal zu denyen, aber ich glaube, das heilt noch nicht genug am Anfang, ne? Dass unser Team auch nicht realisiert, dass sie nur um uns rumspielen müssen und wir gewinnen einfach. Jetzt machen wir Mute All Off. Ja, weg to pass. Leider die Wave nicht fixen hier. Ja. Den Drake spielen. Jetzt Collector als nächstes. My work asks questions. It never has answers. Das macht's schwer. Der macht's schwer. Der macht's wirklich, wirklich schwer.
Ach, ich darf nicht vorgehen. Warum spielt denn keiner um mich rum? Warum spielt denn keiner um mich rum, bitte? Ja, ich soll's nicht schreiben, ich muss es respektieren. Ich meine, der Ding ist auch stark, ne? Und wir müssen auch vom Yasuo wegspielen. Es ist schon my bad. Ich muss den muten, ne? Ich krieg zu viel von dem, was ist mit dem verkehrt im Kopf? Lass uns dich doch wenigstens carryen, Mate. War das worth it, meine beiden Stunts dafür zu usen? Nee, gell? Das war nicht worth. Egal, kill is kill. Kann ich wundern? Oh, ich hab mein Schild nicht gekriegt, warum? Warum hab ich mein Schild nicht gekriegt? Ich dachte, ich kann das baiten mit Eclipse-Schild. Nice, wenn er kriegt, ist super, super nice. Oh, schöne Kombo. Ich muss die Janna auch muten. Oh, ich lass mich da gerade tilten von, das ist nicht gut. Ich lass mich da gerade tilten von. Das ist weak mental game hier. Alter, sogar der killt die. Jetzt wird's noch einmal kurz hier runter. Oh, ich habe jetzt die letzten zwei Aktionen sehr schlecht gespielt. Ich habe mein Lead gedroht, deswegen, my bad. Müssen wir den nächsten Drake spielen? Müssen wir den nächsten Drake spielen hier? Die Jenna ist auch geflasht. Die realisiert auch nicht, dass sie ein winnable Game droht, weil sie den permanent Aufmerksamkeit gibt und flamed. Das realisiert die auch nicht. Die sind so dumm, diese Leute. Das ist so furchtbar. Weil du könntest diese Games so leicht gewinnen, aber die Mentalität in Diamond ist einfach so schlimm. Dass die Leute nicht realisieren, was sie für einen Schaden an den Games praktisch verursachen, durch ihren unfassbaren Tilt und ihre Wut. So, ich habe immer noch kein Dings. Du tiltest doch gerade auch weg. Ich meine, ich bin in einem Hard-Inting-Team, probiere ich alle bei Laune zu halten. Lob die Leute und versuche so gut wie möglich zu spielen. Ich meine, viel mehr kannst du nicht machen. Klar habe ich ein paar Fehler gemacht. Ja, aber ich meine, das ist trotzdem noch um einiges besser. Und es ist auch sehr schwer zu spielen gegen einen 11-1 Yasuo, ne? Ich glaube nicht, dass wir dafür Mitte gehen dürfen. Wir sind zu wenige. Nein. Wir können jetzt halt, wir werden den dritten Drake verlieren, deswegen. Boah, ist das brutal, so ein Gefiede der Echo. Ja, jetzt schaut, die tiltet halt auch komplett weg, ne? Die Dame. Oder der Herr. Ne, die Jenna meine ich. Da keine Sum-Score. Wir müssen es weiter defensiv spielen. Die könnten für den Dings gleich gehen. Ja, die können Nash machen, ne?
den keiner möchte. Okay, sie haben ihn nicht gemacht, das war so lucky, die hätten den einfach machen können. Oder einfach reinzulaufen ist schon sehr, sehr greedy gewesen. Mein Schimmer! What? Läuft rein, betet uns dahin zu gehen. Hat alle Tools, um zu saven, benutzt nichts, lacht hier hinten und läuft weg. Cool. Cool, cool, cool. Ich komme nicht mehr raus, ne, weil ich habe keinen Flash mehr. Und dadurch, dass die Leona, also die Jenna da oben reingelaufen ist und hier von da kam der, kam die Leona. So. Das ist crazy, ey. Wie diese zwei Spieler einfach nur lieber flamen und sich gegenseitig beleidigen, anstatt ein Spiel zu gewinnen. Und deswegen für alle das Spiel kaputt machen. Crazy. Absolut crazy. Wie man so drauf sein kann, für mich. Selten so eine weak Mental gesehen von Leuten. Wir müssen jetzt trappen. Okay, jetzt ist er wieder dran. Wir müssen trappen und was machen. Aber das ist halt auch so ein Problem zum Beispiel. Wir müssten trappen und was machen, aber wir trappen nicht und machen nichts, sondern alle sind nur am Flamen und AFK. Keiner möchte noch spielen und keiner möchte gewinnen. Das ist echt crazy. Hoffentlich wird's besser. Gleich im nächsten Game. Das ist echt eine Frechheit, dass die Vayne das gewinnen darf, so wie die das gespielt hat. Ist auch so wild, ne? Sie ist so wild, die Leona. Der finisht einfach, ne? Der heilt sich um seine gesamte Lifebar. Darf. War ein 10er Fight von uns, aber hat leider nicht gereicht. Das war ein 10er Fight. Damn. Damn, das tut weh, Leute. Das tut richtig, richtig weh, das Game. So ein unnötiger Lose. So ein bitterer Lose. So unnötig. Einfach nur verloren, weil die Leute sich nicht aus... Also wegen sowas zu verlieren, ist so dreist, oder? Crazy.
Ah, fürs nächste. Life of an Adequary, das hat da nichts mit Life of an Adequary zu tun. Das verlierst du auf allen anderen Lanes auch. Das ist halt einfach, die Leute in Diamond haben eine unfassbar toxische Attitude. Also ist halt crazy, weil die alle denken, sie sind super gut und alle investieren sehr viel Zeit. Und wenn es nicht so läuft, wie sie wollen, dann sind die einfach angefressen. Und die können es auch nur ganz schlecht akzeptieren, dass sie halt eben nicht super gut sind. Und dass jeder Fehler macht, wisst ihr? Das ist schon echt heftig.